Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Adam. Wir haben beim letzten Mal die Unreal Caves durchquert und sind jetzt im Mana-Tempel angekommen und erwarten hier die ein oder andere Schwierigkeit. Zunächst wollen wir erstmal gucken, was uns hier erwartet. Monster Detection. Attention Room gibt es ja auch noch. Ihr seid doch. Gut, okay. Also, da auf der rechten Seite haben wir den Tempel. Das Problem sind die kleinen Es. Das sind Mage Doom Eyes und Mage Bane Eyes. Und wir können in diesen Tempel nicht einfach so rein. Also hier ist der Zugang in den eigentlichen Tempel. Wir müssen, ich glaube, von unten hier rein. Also der ist umgeben von Dungeon-Wänden, die unzerstörbar sind. Und es gibt hier unten einen Zugang, in den man sich reingraben kann. Dann müssen wir hier einen Korridor lang, hier 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 so, einmal rum. Und während dieses ganzen Weges drainen uns die Mage Banes und Mage Dooms unsere Spellpoints weg. Das heißt, wenn wir hier ankommen, haben wir keine Spellpoints mehr. Das ist ein großer Spaß. Und das hier ist der Kollege Nurak. Irgendwas. Also Chaos Archmage oder so. Also das ist der Boss. Und der ist. Also das, ich glaube, das Einzige, wogegen er nicht immun ist, ist Acid Ball. Und er zaubert auch wie ein Wilder. Also wir müssen ein paar Sachen mal checken. Okay, wir brauchen auf jeden Fall schon mal, wir sind resistant to Death Rays, das ist gut. Wir sind nicht immun gegen Eis. Das müssen wir schon mal ändern. Wir nehmen. Jetzt will ich auch noch mal gucken. Ups, sorry, ganze Zeit Cursor im Bild, das muss ja nicht sein. So. Wir haben doch einen Ring of Fire. Ist nicht so hilfreich. Also, was wir. Nein, 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 nein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Noch tut er uns nichts. Also, wir ziehen auf jeden Fall schon mal den Body Armor aus. Und ziehen unser Ancient Mummy Wrapping an. Und. Weil ich es schon wieder vergessen habe und um nochmal sicher zu gehen, machen wir nochmal Greater Identify auf den Trident. Undead Slayer, okay, wir können also unseren Trident benutzen. Aber ich glaube, er ist Undead. Bin ich mir da sicher? Könnte auch Humanoid sein. Ach, dann machen wir es einfach mit Acid Ball, das ist besser. Okay, also wir haben jetzt, sind jetzt, haben jetzt Resistance, Immunity to Ice. Die Gauntlets ziehen wir aus, legen den Ring of Slaying ab und stattdessen Ring of Fire. Den sollten wir vielleicht vorher mal blessen. Eis war nicht Fire.
Und Elemental Gauntlets. Okay. Ja, zaubert auch gerne Darkness, haben wir. Ja, wir haben Light Wands, damit können wir auch arbeiten. Okay. Certain Tension, das machen wir. Meine, wir können es ja erst machen. Nee, das machen wir hinterher. Kümmern wir uns erstmal um das eigentliche Problem. Okay, da geht's schon immer nicht weiter. Können ja auch einfach eine Wand of Digging nehmen. Das ist. Hier geht's lang. Da geht's rein. Jetzt müssen wir wirklich. Wollen wir hier irgendwas essen von irgendeines von den Viechern? Nein, also können wir uns ruhig den Magen vollhauen. Okay. Also, ich weiß nicht, ob die Ballspells durch unzerstörbare Wände, ob die da durchgehen. Weil dann könnten wir, wenn sie das tun, könnten wir schon ein paar Mage Bane Eyes killen. Was wir auf jeden Fall machen müssen, das war doch das Mummy Wrapping, ne? Das ist nicht, dass ich hier jetzt das Falsche angelegt habe. Immune to, ah, Scheiße, jetzt sind wir nicht mehr immune to Shock. Das war Nature's Companion. Okay. Haben wir Death Ray Resistance? Basis of Protection, Sword of Nonak. Wir haben noch den Ring of Immunity, ich bin noch doof. Ring of Fire aus. Ring of Immunity. Wo ist er? So, da haben wir die Probleme schon mal nicht. Gauntlets, dann können wir auch das Mummy Wrapping ausziehen. Nature's Companion anziehen. Und jetzt checken wir noch mal. Immune to Shock, Immune to Fire, Immune to Acid, Immune to Ice. Wir sind resistant to death rays, sind wir auch. Und sicherheitshalber nehmen wir noch eins. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber sicherheitshalber. Weil Death Ray, da gibt es ja keine Immunity. Und da weiß ich immer nicht, ob eine Resistance ausreicht. Teste ich immer nicht, weil normalerweise ist es ja kumulativ bei den Resistances. So, okay, nein, dann gehen wir es mal an. Achso, okay.
So, und jetzt. Okay, jetzt, ja, jetzt ist hier alles voller Fallen. Okay, die Mage Spellen als drainen uns noch nicht. Vielleicht, weil wir so viel Mana haben. Oder Willpower. Und was er jetzt mal ausprobieren will, ob jemand stirbt, wenn wir jetzt das machen. Ja. Ja. Okay, dann machen wir das mal eine Weile. Immer schön auf unsere Spellpoints achten, die sind ganz wichtig. Haben so viele Acid Balls. So, keine Ahnung, was wir da killen, aber. Also, ich weiß natürlich, was wir da killen, aber jetzt wollen wir mal. Ja, zwei Charges of Monster Detection haben wir noch mehr. Da haben wir noch mehr Monster Detection. Okay, dann können wir das ruhig nochmal machen. Was hat sich jetzt geändert? Wir haben schon ein paar. Okay, die Eis sind da an der Seite. Und oben. Okay. So, jetzt mal testen, ob das was gebracht hat. Und auf Monster Detection. Ja, sind weniger. Sind nur noch die da und der am Rand, okay. Ja, hier ist auf jedem Schritt eine Falle. Das ist selbstverständlich. Also dieses Monster Detection ist schon sehr praktisch. Und was ich wirklich faszinierend finde, dass die uns nicht drainen. Normalerweise tun die das nämlich. Vielleicht. Weil wir einfach. Ich meine, ich bin normalerweise, wenn ich hier war, hatte ich nicht so hohe Werte. Was Mana angeht, was Willpower angeht. Vielleicht liegt das daran. Ich meine, vielleicht habe ich es auch falsch im Gedächtnis, aber das würde mich wundern. Weil ich bin mir ziemlich sicher, ich meine, deswegen machen wir diesen Mist ja, oder deswegen macht das Spiel ja, dass wir diesen bescheuerten Weg hier gehen müssen, damit, wenn wir hier ankommen, beim Archmage keine Spellpoints mehr haben. Aber wir sind einfach, ich bin einfach mit, also dieser Charakter ist auch deutlich mächtiger und besser als das, was ich sonst so habe, wenn ich hier bin. So, ja, werden wir gleich die Tür finden. Wir werden auf jeden Fall schon mal lesen, eine Scroll of Power. Dann lesen wir gleich mal noch eine. Und jetzt geht der Spaß los. Farsight. Wo ist der Typ? Da oben. Also, das sind die ganzen Dinge. Da haben wir schon einige. Not injured. Das wundert mich nicht. Chaos Archmage.
You face an ancient crippled man who only manages to stay erect due to some invisible force. As frail as his body appears, his wrinkled face sports two glowing eyes emanating with waves of incredible power. In the rare moments you manage to look into the bright glowing eyes, you are able to catch a glimpse of many tentacles growing from the eye holes. Yummy, wie hübsch. The body of this creature is covered in an ancient black, very tattered robe that seems to be moving around his body with its own will. Okay. Hallo. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir Chaos Servants. Wir haben ja auch wahrscheinlich Chaos Wizards. Ja, die beschwören auch wie die Blöden. Es könnte sogar sein, dass die Balrogs beschwören können. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also er kann es, glaube ich, auch. Aber er zaubert vor allem gerne Eiszauber und Deathzauber und überhaupt, der ist ziemlich unangenehm. Zeitgenosse, Chaos of Greater Chaos Servant, Annihilator. Okay, na gut. Wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass er in eine Sichtlinie mit uns kommt. Das ist mir sowas von egal, mein liebes Spiel. So, jetzt super für Spaß. Aha! Also ich muss ja echt sagen, unsere Magic Missile, auf die lasse ich ja nichts mehr kommen. Also, wenn ich daran denke, wie wir ganz am Anfang des Let's Plays aus der Puppy Cave abhauen mussten, weil wir mit unseren Bolt Spells eine Dark Elven Priestess nicht verletzen konnten. Und jetzt blasen wir hier im Mana-Tempel mit unserem Bolt Spell die Monster um. Okay, was macht Nora Gwan? Invokes an Incantation. Das kannst du ruhig machen. Du kommst jetzt auf mich zu, das kannst du auch machen. Wir killen hier munter weiter. Okay, some kind of force attacks my mind. Schöne an dem an der Magic Missile ist natürlich, dass der so wenig kostet. Das heißt, das kann man eine Weile aufhalten. Können wir dich jetzt hier irgendwie mal rauslocken? Yep. Okay, jetzt hat er es dunkel gemacht. Naja, das kann er ja. Erstens mal können wir. Man glaubt gar nicht, dass man diesen Zauber braucht, aber jetzt gegen Ende des Spiels brauchen wir den Light Spell. Machen wir mal Licht. So, jetzt einen Schritt runtergehen. Das hat keinen Wert. Wir ballern erstmal weiter. Jetzt wird es wieder dunkel. Ich meine, solange ihr nur Darkness zaubert, ist alles gut, weil dann zaubert er Darkness und nichts anderes. Ah! Zu weit weg. Not injured. Na, dann mal los. Do not manage to harm him. Icy Blast. Okay, jetzt fängt er damit an.
Oh, schade, Improved Fireball. Nee. Okay, jetzt ist alles dunkel. Meine, was super wäre, wir könnten eine Torch in die Hand nehmen. Das Problem dabei ist, ich habe ganz gern den Water Orb in der Hand wegen der Willpower. Aber wir haben ihn schon halb runter. Das ist schon mal viel wert. Also Acid Ball ist einfach der Zauber der Wahl. Und solange wir ihn nicht in Nahkampfreichweite kommen lassen, kann er uns auch nicht stat drainen. Licht an. Und er macht gleich wieder Licht aus. Wow. Nur waren den. Nee, ach so, ich dachte, er wäre tot. Okay. Aber er ist gleich tot. Nur warn den Invisible Chaos Archmage one last time before he's consumed by the acidic fluids. 276.000. Und wir sind Level 40. You're now unable to uncurse items. Was eine unnütze Fähigkeit. Aber naja, wir können es jetzt. Okay. Several items are lying here. Du hast eine Sling bei dir gehabt. Ne, die nehmen wir mal mit. Chaos Orb of Elemental Mana. Deswegen sind wir hier. Den Chaos Archmage. Essen bringt nicht viel. Der corrupted wie Sau und gibt nur Mana dazu, wenn man sehr wenig Mana hat. Und wir haben sehr viel Mana, das heißt, er wird uns nichts dazu geben und dafür allerdings eine ganze Menge Corruptions. Type of Blanket ist destroyed, das ist völlig egal. Potion of Boost können wir gebrauchen zum Aufladen. Machen wir hier mal wieder Licht an, damit wir da auch den Rest sehen. Da sind nämlich noch ein paar. Hat er gerade ein Chaos Servant eine Melon aufgenommen? Nö, nee, ja gut, wenn ihr was essen wollt, dann bitte. Ja, die Wizards sind ein Problem. Tarnished Amulet, ein weiteres Amulet, was wir noch nicht kannten. Summon some help. Ah ja, mehr Chaos Servants, ne? Oder was rufst du herbei? Yep. Okay, da sind auch noch zwei Mage Doom Eyes, aber offensichtlich können die uns ja nichts anhaben. Den einzigen Schaden, den wir nehmen, ist durch uns selber. Ich meine, jetzt den Vortex brauchen wir jetzt nicht wirklich. Wo ist der Altar? Der ist da hinten. Copper Ring ist destroyed. Ist mir sowas von egal. Nochmal Improved Fireball? Ne, Cure Disease brauchen wir nicht. Potion of Boost können wir brauchen. Lass mich in Ruhe. Okay, Chaos Wizard ist weg.
Okay, Vortex ist auch weg. Okay. Aufpassen, dass ich nicht auf den Altar trete. Mittelgürtel ist alles egal. Ja, also die Eis haben ja, also das war deutlich einfacher, als ich das in A in Erinnerung habe und B, als ich mir vorgestellt habe, weil die Eis machen überhaupt nichts. Gucken wir mal. Warum drainst du mich nicht? Okay. Weil es offensichtlich nicht kann. Okay, das war der Mana-Tempel. Das war deutlich einfacher, als ich dachte. Sidestep. Hier können wir nicht raus, ne? Nope. Müssen tatsächlich den langen Weg nehmen. Aber das machen wir gerne, da wir den Orb auf Mana haben. Und das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht auf die verschiedenen Orbs. Das ist ein Tool, ne? Elemental Earth, Elemental Fire, Elemental Mana. Gibt uns Mana dazu, was mich wirklich wundert. Und sie machen auch noch was Besonderes, wenn man sie benutzt. Irgendeiner gab etwas permanent dazu. Ich weiß nicht, ob das der auf Elemental Mana war. Das Problem ist, sie korrupten halt auch, deswegen mache ich es meistens nicht, zumal man jetzt auch in einem Bereich ist, wo es so wichtig nicht mehr ist. Also wenn man jetzt noch Stat Increases braucht, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Beziehungsweise dann ist man hier zu früh. Das nochmal wieder ablegen und das Amulet of Balance anlegen und Ring of Immunity können wir ja einfach anbehalten. Was hatte ich sonst? Melia, da brauchen wir nicht. Ja, das ist alles okay. Dann killen wir die jetzt hier noch.
Oh. Ancient Minotaur. Nee, nicht gut. So, jetzt gucken wir uns das noch an. Berserkerlock. Friendly. Critically injured. Ach, ihr kämpft gerade, verstehe. Fire Elemental. Du bist hostile, dann killen wir dich mal und retten unseren Freund hier. Der überhaupt nicht unser Freund ist, aber... Hast du was zu sagen? Ja! Okay. Gut. Muss da auch mal gesagt werden. Okay. Gut, dann bloß raus hier. Kommen wir bis dahin? Natürlich. Okay, gehen wir einfach. Orb haben wir mitgenommen. Was haben wir liegen lassen? Die Leiche, die kann da liegen bleiben. Dann geht's jetzt also zurück. Was ist denn da wieder los? Bitte, war ein Quickling? Was? Wo? Wie? Wer? Great Comic Worm. Ach, come on. Kannst du noch so oft die Farbe ändern? Wir kriegen dich tot. Hast du vielleicht deinen Körper als Nahrung? Okay, eine ganze Menge. Arrows. Stun Resistance. Warum nicht? Item Destruction. Suddenly an unnatural vigor seems to spread through your body. Okay, was ist das? Ah, oh, das ist nicht schön. Das heilt uns zwar schnell, allerdings hinterlässt das, ich glaube, das ist das. Das hinterlässt Scars, also ne, Narben, die unser Charisma senken oder unsere Appearance oder beides und halt aus irgendeinem Grund unsere Willpower, was total doof ist. Deswegen machen wir das mal ganz schnell weg. Read. Wo sind denn meine Potions of Corruption Removal? Da. Oh, you no longer. Habe ich gleich zwei weggemacht. Wow. Okay. Ja, die Hunger for Order war nun nicht so schlimm, aber na gut, sowas auch los. Okay, dann nochmal. Haben wir neues Wasser, was wir droppen können? Ja. Dann machen wir das auch. Nehmen es wieder auf. Lesen eine Power, eine Scroll of Identify und gucken uns an, was wir haben. Kann alles weg, kann alles weg, kann alles weg.
Manchem Scammer, kann alles weg. Gauntlets, Gauntlets, nur normaler Kram. Turning Boots können weg. So, Protection. Quicksilver Quarterstaff. Stuff of Rejuvenation. Machen wir uns damit wieder jung? Nee. Alter ist bei uns ja kein Problem. Wir sind ja erst 5 Jahre gealtert worden. Auf unnatürliche Weise. Irgendwann vor ewigen Zeiten durch einen Geist. Wir haben zwar unsere maximale. Durch unseren hohen Speed unsere maximale Lebensdauer etwas verringert, aber das ist nicht so viel. Und ich meine, wir können hier noch hunderte von Jahren spielen. Das Alter ist tatsächlich ein Nachteil von anderen Rassen, also von Orks zum Beispiel und Trollen, glaube ich, die werden beide nicht so alt. Bei Menschen kann es auch gefährlich werden, wenn man nicht aufpasst. Aber bei Elfen ist das ist ein weiterer Vorteil von Elfen. Okay, eine ganze Menge verschiedener Kram. Das kann dann alles mal weg. Aber das werde ich nach dem Video machen, die Sachen, die wir nicht brauchen, die einfach wegzuschmeißen. Weil um Verkaufen und so weiter müssen wir uns jetzt nicht mehr kümmern. Sorry. Ring of Speed. Oh Gott. Noch irgendwas, was wir trinken können. Romana Boost Learning. Nope. Okay. Immer noch 600.000. Ja, da würde ich sagen, meine Sachen müssen wir ja nicht hier droppen, die können wir ja auch weil woanders droppen. Wir können ja jetzt erstmal wieder zurückgehen. Nee, dahin. Hoch, hoch. Da ist der Potion Shop. Hier sind die. Sind wir jetzt wieder. Jetzt sind wir wieder im normalen Bereich, dann müssen wir jetzt die andere Treppe suchen. Beziehungsweise so, uns da einfach hin teleportieren. Und ja, da würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Da geht's dann. Hier waren wir. Hier war ich schon. Aber genau, hier habe ich noch nie weitergemacht, ne? Ja, dann können wir den Rest hier noch erkunden. Noch ein Altar? Okay. Warum nicht? Können wir immer gebrauchen und meine, wir haben so viel Geld. Wollen wir mal gucken, wie unser Standing ist, indem wir dir mal irgendwas hier, irgendein Ring, das sind ja mal gut. Levitation wollen wir noch behalten. Ring of Defense.
Favors you greatly. Appreciates the gift, okay. Und daraufhin habe ich natürlich gleich Hunger gekriegt. Da hauen wir uns noch ein paar von unseren. Du komm mal her hier. Von unseren Rations. Okay. Large Ration. Und noch eine Large Ration, das sollte erstmal reichen. So, ja, dann beim nächsten Mal werden wir die letzten Level angehen. Als nächstes kommt Level 48. Also, wir spenden noch ein bisschen was. Wer weiß, wenn wir das nächste Mal können. Und dann geht's jetzt dahin. Da könnte ich eigentlich mal uns eine Abkürzung machen. Ja, dann geht's das nächste Mal hier runter. Hier hin. Und dann gehen wir gleich wieder hoch und beten erstmal. So, sind wieder voll. Und jetzt gehen wir runter. Okay, also beim nächsten Mal geht es dann hier weiter in Level 48 und dann schauen wir mal. Sind noch genau 3 Stück, die wir erledigen müssen. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.